Kannst du bitte mal die Fresse halten jetzt? Nein! Was passiert? Scheiße! Du stehst sehr nah vor mir. Oh, Pippi ist ja auch noch da. Natürlich ist Pippi da. Aber es ist... ich habe einen anderen Charakter als du. Du hast aber auch richtig Stirnfalten. Das ist sehr, sehr realitätsgetreu. So ein bisschen, ja? Ja. Hallo, so, Pippi. Wo waren wir denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Wir wollten... Wir haben irgendwas gekriegt, ne? Federstift, Papier, Tintenflasche. Genau, wir haben die Feder bekommen. Wir haben gesagt, wir wollten nochmal zurückgehen. Wir sind wieder in die Gegenwart gereist und wir haben unten die Bilder gemacht. Genau, die Tür ist ja unsichtbar. Aber das hier ist eine Kerze, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Raum nichts ist. Da, wo man so durch die Tür glitscht? Genau. Und das hier? Ja. Ja, ist schon komisch, ne? Kerze ist überdeutlich auf dem Wärmeding, aber das wundert mich jetzt auch nicht. Sind alle Kerzen. Okay. Richtig, wir haben die Spieluhr bekommen, mit der habe ich die Tür geöffnet, ne? Ja. Lass uns mal, warte mal, das hier war der Raum mit dem Klavier, ne? Und den Bildern. Warum ist hier ein Pfeil? Lag hier was? Ja, ne? Hier stand ein Tintenfass. Genau, vor, ne? Das Tintenfass. Lass uns mal wieder zu den Gemälden und so zurückgehen. Zu Samuel. Theoretisch müssten wir jetzt Mami irgendwo beschwören können. Ah. Ich hasse diese Puppe. Gut. Tschüss. Hier ist nur wie es Papas Name. Ja, Samuel, ist ja gut. Lass mich, hallo. Oh Gott. Ich bin in die linke Tür reingerannt. Da kommt man zum Theater. Da haben wir das... Das ist aber schon gespielt. Das heißt, da ist auch das Rätsel gelöst. Und mehr Türen gab es da nicht. Mal als Ausschlussverfahren. Genau. Das heißt, nicht zum Theater. Hier ist eine Pillendose. Brauche ich was? Brauche ich Medizin? Ja, ich brauche Medizin. Na, kannst du bitte die Lampe woanders hinwerfen? So. Und wenn wir jetzt mit Tintenfass und Stift und so weiter und Papier... Ja, entschuldige, dass ich dich angequakt habe. Zu dem Tagebuch von Lilly gehen. Ach so, was war denn hier in der anderen Tür jetzt noch drin? Hier oben? Was? Da oben, da waren die Bilder. Okay, ja, dann... Was passiert? Was war das? Warum jetzt? Was hat sie denn gerade erzählt? Irgendwas anderes? Nee, dasselbe wie immer. Lass uns mal wieder hochgehen. Hier ist nichts Neues. Nee. Hallo? Da ist gerade wieder Klumpo durch den Boden geglitscht. Und hier ist halt das Tagebuch. Lisas Tagebuch riecht verbrannt. Neue Aufgabe im Klemmbrett. Erstelle ein neues Tagebuch mit den Materialien, die Lilly genannt hatte. Wie? Wie? Hier, zum Altar? Oh, guck mal. Ah! Neue Aufgabe im Klemmbrett. Treffe Lilly und gib ihr eine Antwort.
Haben wir schon. Was guck mal, steht kannst hier? Du den Text lesen? Ach, leider ja. Tagebucheintrag, die Melodien in der Asche. 14.03.23. Liebes Tagebuch, dieses alte Herrenhaus birgt Erinnerungen, die mich bis heute verfolgen. Es war einmal unser Zuhause, ein Ort voller Liebe und Wärme. Aber jetzt ist es nur noch eine traurige Erinnerung an den Schmerz, den wir ertragen mussten. Unsere Familie, die einst komplett war, bestand aus mir, Lisa, einer Künstlerin, meinem Mann Samuel, einem begabten Musiker, ach deswegen auch das Klavier. Okay, verstehe. Und unserer kostbaren Tochter Lilly. Lilly war nicht so gut im Zeichnen wie ich, aber sie fand ihre Freude in der Musik, an der Musik. Sie liebte es, mit den Instrumenten im Musikzimmer ihres Vaters zu experimentieren. Musikzimmer, das ist eine Riesenhalle. Es hat ihr so viel Freude bereitet und es war eine Freude zu sehen, wie sie auf diese Weise aufblühte. Wie kann ich das denn weiterdrücken? Was Buch vielleicht? Achso, ich kann das groß machen. Jetzt redet sie mir hier rein, jetzt kann ich das nicht lesen. Böser Mensch, Tagebücher von anderen zu lesen ist böse, aber jetzt weißt du, was passiert ist, oder was? Doch in dieser schrecklichen Nacht änderte sich alles. Ich war gerade dabei, ein paar Kerzen aufzustellen, als das Telefon... Was erzählt die denn da dauernd? Quatschst du die ganze Zeit an? Nee. Als das Telefon... Lilly, kannst du bitte mal die Fresse halten jetzt? Nee, wir lesen jetzt erst das Tagebuch deiner Mutter zu Ende. Als das Telefon klingelte und mich ablenkte. In meiner Eile, es zu beantworten, ließ ich versehentlich eine Kerze, Kerze ist groß geschrieben, zu nahe an den Vorhängen stehen. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf unser geliebtes Haus über. Panik ergriff mein Herz, als das Inferno die Villa verzehrte und die Flammen sich mit unstillbarem Hunger ausbreiteten. Inmitten des Chaos verzerrten sich meine Gedanken um die Sicherheit von Lilly, die in einem Zimmer schlummerte, das gefährlich nahe an dem wütenden Feuer lag. In diesen verzweifelten Momenten verschwamm die Zeit und meine verzweifelten Rufe nach ihr blieben unbeantwortet. O Tagebuch, die Schuldgefühle, die ich wegen meines Versagens, sie zu beschützen, auf mir trage, sind eine Last, die meine Seele erstickt. Uiuiui. Das Feuer forderte Lillys kostbares Leben, sein erstickender Rauch löschte das Licht aus, das einst in ihren Augen tanzte. Mein Gott. In diesem Moment brach unsere Familie unter der Last der Trauer zusammen. Unsere Bindungen wurden unwiederbringlich zerrissen. Oh, letzte Seite. Samuel und ich waren von der Trauer überwältigt. Er konnte die Erinnerungen nicht ertragen, die in jedem Winkel unseres Hauses nachhalten und entschied sich, wegzugehen und anderswo Trost zu suchen. Aber ich konnte mich dazu durchringen zu gehen. Es tut mir leid. Diese Villa wurde zu meinem Zufluchtsort, obwohl sie mit schmerzhaften Erinnerungen an das, was wir verloren hatten, gefüllt war. Im Laufe der Jahre wurde die Leere in diesen Mauern immer unerträglicher. In meiner Verzweiflung und am Rande des Wahnsinns stieß ich auf einen Mann namens John. Warte mal, John haben wir schon mal am Anfang gelesen. Der mir anbot, Lilly durch ein Ritual zurückzubringen. Das sollte man niemals tun. Ich wusste, dass es weit hergeholt war, aber ich konnte der Möglichkeit nicht widerstehen, meine Tochter wieder in den Armen zu halten. Mit zitternden Händen und schwerem Herzen begebe ich mich auf diesen ungewissen Weg und bete, dass Erlösung auf mich wartet. Lisa. Okay. So, und Lilly hat gesagt, wir sehen uns im Wohnzimmer. Und wo ist das Wohnzimmer? Die Treppe wieder runter. Also wieder bei Papi. Aber warum spukt er denn hier rum? Oh, ich seh vielleicht immer noch. Ist das auch nicht Papi, sondern vielleicht Mami in der Puppe. Aber wir mussten den Namen von Papi eingeben. Da ist sie. Ich sehe mal noch Linien von dem Text. Ich hasse weiße Schrift auf schwarz, ne? Wegen besser für die Augen. Oh Gott, ich spiele Werbemillionär. Die Kerze. Hallo?
Wie kann ich denn... Vielleicht musst du sie anquatschen. Die Kerze. Welches Spiel möchtest du spielen? Fangen oder verstecken? Flauschi? Ja. Ich möchte dir ja keine Angst einjagen. Oh nein, aber... Du weißt, dass sich Lilly gerade verändert? Nee, ich sehe sie nicht. Möchtest du wissen, wie sie jetzt aussieht? Nee, schon okay. Möchten wir fangen oder verstecken? Wenn ich jetzt sage, keins von beiden, wenn ich ihr Gesicht ansehe. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich sie lieber fangen. Wir sind zu zweit, wir könnten sie in eine Ecke drängen. We can try. Ich weiß so nicht, wie sie das jetzt versteht, wenn ich fangen drücke, ob sie meint, dass wir sie fangen oder sie uns. Versuch's, wir werden es herausfinden müssen. No. Ah, okay. But if you win, we can play tag instead. But if you lose, I'll get my back. Jetzt sehe ich sie. Okay. Nimm die Kerze, du wirst sie bald brauchen. Ich habe schon zwei Kerzen. Möchtest du die Kerze? Nee, ich habe eine Kerze, aber... Na gut, Neue Aufgabe im Klemmbrett. Gewinne 3 Runden Verstecken gegen Lilly. Oh, die hat die Türen verschlossen, alle. Ich bin unter der Treppe. Kommt sie? Sie zählt noch, oder? Hat sie gesagt, bis 30? Mhm. Ready or not, here I come. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Come on, my friend. Make a sound, my friend. Ich bleib hier für alle 3 Runden. Okay, mach du mal. Ich hoffe, das ist nicht so schlau und sagt dir, warst du schon. Was? Wer hat dir gerade geatmet? Ich weiß nicht. Ready or not, here I come. Oh, sie läuft in deine Richtung. Also, wo ich euch beide verschwinden sehen jetzt. Oh nein, hat sie dich? Ja. Yeah. Willst du mit unter meine Treppe? Hocken unter der Treppe. Great. Ready or not, here I come. Hat sie das nicht gerade schon gesagt? Weiß sie nicht. I can see your light, my friend. Was kann sie sehen? Ich hab gesagt, where are you, my friend, bei mir? Ich hab verstanden, I can see you, my friend. Vielleicht, wenn du die Kerze anhast? Wie krieg ich den aus? Linksklick? Nee. Doch, jetzt hast du die Taschenlampe nur noch an. Jetzt. Ja, weil ich Taschenlampe angewählt habe, aber ich hab mich vorher auch nicht gefunden. Warum hast du so weiße Augen? Vielleicht, weil sie mich schon einmal gefunden hat.
Super. Nochmal? Drei Runden müssen wir gewinnen. Bin doch nicht doof, wenn das funktioniert, bleib hier. Hi. Mach das Licht aus. Wo ist das Licht an? Ich hab das Licht nicht an. Oh, okay. Aus irgendeinem Grund wird dein wird von deinen. Ach, die Kerze leuchtet bei dir. Okay. Deine Kerze leuchtet dir aus dem Hintern. Ja, bei dir auch. Nur eher zwischen den Beinen unten raus. Da umdrücken. Das geht dich einen Scheißdreck an. Du kannst woanders spuken, du komische Puppe. Sie klang sehr nah. Drei Runden insgesamt oder drei hintereinander? Wenn drei hintereinander, müssen wir noch eine. Weil du erwischt worden bist. I'm so sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich hinterm Vorhang findest. Wie lange sucht sie denn jetzt? Neue Aufgabe im Klemmbrett? Juma, I don't have a plan. Wir sind Fangenspiel. Benutze meine Schere, die Kerze und jetzt rennen. Wende die entflammbaren Felder auf dem Boden, um Lillys Seele aus dem Körper der Puppe zu extrahieren. Ja, jetzt stress mich mal nicht. Ich muss erst die Kerze anwählen. Entflammbare Felder auf dem Boden. Wir müssen. Wo sind die denn? Da glitzert so irgendwie so. Wir müssen die Hütte in Brand setzen. Wie macht man das? Mit E, mit F, mit Linksklick? Ich hab links geklickt. Das hat, vielleicht muss er nur rangehen, ich weiß nicht. Aua, ja. Oh, hast du die Decke in Brand gesetzt? Ich hab mich in Brand gesetzt, ja. Dabei. Na, hier hab ich doch eben auch Brand gemacht, jetzt nicht mehr. Ach so, nur wenn sie kommt, oder was? Wo ist sie überhaupt? So hier, Psychomusik, wo ist sie denn? Ach. Hier, Lilly, renn mal durchs Feuer. Renn mal durchs Feuer. Ahaha. Also müssen sie durchs Feuer locken, ja? Ja, sie ist hier unten bei mir. Ich kann den Tisch anzünden. Irgendwo. Wo ging denn das? Den Schrank anzünden. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr anzünden? Ah, warum will sie mich denn jetzt? Ich weiß doch nicht, wohin. Ja. Also hier auf dem Teppich konnte ich vorhin anzünden. Ich konnte hier irgendwo am Tisch was anzünden, aber ich habe das einfach angezündet und jetzt geht das nicht mehr. Und den Schrank. Ja, Lilly, dann gehen wir, kommen wir woanders hin. Komm zu mir die Treppe hoch. Hier lang, genau, geradeaus. Und hier können wir anzünden. Okay, warte. Jetzt. Ich sehe schon ganz wabbelig nur noch. Ah, guck mal, jetzt kann man hier wieder anzünden. Ja. Aber ging es nicht mehr, ne? Au! Nee. Hier, Stuhl. Scheiße, jetzt brennt er schon. Wo seid ihr denn? Sie läuft hinter mir her. Na, er ist schon wieder verpufft. Bitte, man weiß nie, ob sie hinter einem herläuft. Na. Geh an. Wie immer noch nicht. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Alter, lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier.
Scheiße, hier ist ja gar nichts. Wieso darfst du hier rein? Das ist so ein Safe Room. Oh. Ich bin tot. Ich bin in der Anderswelt. Ich komme wieder. Das ist nicht gut. Ich sehe auch nur verschwommen und ich sehe nicht, wo ich hier was anzünden kann. Ich finde nichts mehr. Oben im Gang ging die ganze Zeit gut. Nein, ich auch. Ich bin auch in einer Anderswelt. Diese Zeitlinie wurde verschlungen. Starte Untersuchung neu. Was heißt neu? I don't know. Was? Shannon ist bereit. Timeline Pro. 10.8. 16:37 Uhr. I don't know. Mach keinen Scheiß. War da keine andere Timeline mehr? Nein, das war die letzte. Oh nein. Oh no! Und das nur, weil ich aus Versehen auf Q gekommen bin. Warte mal, treffe Lilly und gib ihr eine Antwort. Es ist nicht alles verloren. Nur das Fangspiel. Okay, gut. No patch. Ja, komm. No patch. Jaha, komm, geh. Ja, guck mal, da bist du ja schon. Hallo. Ja, ist ja gut, komm mal nicht so nah. Kerze, was möchtest du spielen? Ja, wir spielen Verstecken. Yeah. Let's play hide and seek. Gut. Tschüss. Achso. But first, you have to win against me. Ja. Hä? Du wolltest mir noch eine Kerze geben, oder nicht? Ja. Danke. Jetzt hab ich keine Kerze. Warte, ich guck gleich, ob ich noch mehr Kerzen habe hier. Ich habe eine gefunden. Ich habe eine gefunden. Okay. Mach Platz da. Ready or not, here it comes. Mag sie nicht. You can't hide. Musst du doch, dass die Schere nicht gut ist, sowieso im Leben hat, ne? Du bist nicht mein Friend. Nee. Ja. I count to 30. Hi. Guten Tag. Na, sind Sie öfter hier? Ach, nur heute. Ich dachte, ich komme mal bei dir vorbei. Schön hier, ne? Ich habe die Treppe von unten mit Teppich bezogen. Ready or not, here it comes. Du hast sogar die Spinnen entfernt. Das natürlich. War echt nicht nötig, du. Ja. Come on, my friend. Make a sound, my friend. Ich hab kein Licht an. Sagt sie, come on, Nathan? Heißen. Ja, soll nicht Nathan? Nee, nicht das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, hatte ich keine 30 Gramm so viel zwischen meinen Beinen. 30 Gramm? War grob geschätzt. Ich kann mehr sowas nicht. Mehr können es nicht sein, weil sonst hätte ich es bemerkt vorher. Ich kann sowas nicht einschätzen, ne? Wie viel wiegt so eine Wurstpackung? 200 Gramm? Zwischen 180 und 200 Gramm in der Regel. Ich kann das nicht mehr einschätzen, das ist zu lange her. I count to 30 again. Ja, Thema. Wo bist du? Falsch rumgelaufen. Um Gottes Willen, jetzt aber schnell hier. Du hast immer noch besessene Augen. Gelblich. Ich habe auch gerade den Fehler gemacht, einmal ganz kurz in meinen Schaumkuss zu beißen. Und dann ist die Schokolade so doof gebrochen, dass ich sie an der Nase kleben hatte. Ich war sehr froh, dass wir ohne Cam spielen. Ja. Ich habe gestern Chilischoten geschnitten und die waren sehr spritzig unterwegs. Ich habe zwar Gott sei Dank eine Brille aufgehabt, aber einmal auf die Nase und einmal auf den Mund. Die sind scheiße scharf. Yuan, I don't want to play anymore. Let's play tag instead. We'll play this friend. I'll use scissors. And you can. Now,
Hier brennt's. Hier kann man. Wo ist hier? Hier bei der Couch. Wie kommt? Lauf! Wo ist sie denn? Hallo? Was soll denn das? Mensch. Au! Au! Treppe! Ist sie hinter mir? Nein, aua, hinter mir plötzlich. Kommt die Treppe hoch und komm auf mich zugerannt. Komm direkt neben mich. Hä, wieso ist das Ding jetzt weg? Willst du mich verarschen? Ich hoffe, dass hier jetzt auch noch ein Ding kommt. Hoppla. Hey, wieso hast du dich nicht wieder in den Rand gesetzt? Ne. Seid ihr wieder runter? Ja, ich musste. Vom Tisch. Uah. Der Tisch brennt. Wo seid ihr denn? Ich renne um den Tisch herum. Aber stört sie nicht. Ja. Hier bei der Couch. Scheiße, bis ich da bin. Oh, fuck, ey. Oh, nein, warte, du darfst jetzt nicht draufgehen. Ich muss erst wieder rauskommen. Ich bin im Limbus. Ich komme. Geh nicht drauf. Geh nicht drauf. Ich verspreche nichts. Ich versuche alles, aber ich verspreche nichts. Beeil dich bitte mit rauskommen. Ja, ich muss erst mal den Weg finden hier raus. Oh. Ich bin wieder da. Ich brauche nur eine Kerze. Scheiße, wo finde ich hier eine Kerze? Weiß ich nicht. Muss doch immer eine Kerze sein. Hier gibt es nur eine Laterne. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Kannst du unten laufen? Ja, ich bin am Weg. Ich bin unten, aber ich habe keine Kerze. Hier steht eine Kerze. Ich habe eine Kerze, sie hat mich schon wieder gehauen. Oh, sehr gut. Nein, jetzt bin ich im Limbus. Oh oh. Wie kommt man denn hier raus? Alter. Scheiße. Nein! Zeitlinie wurde verschlungen. Oh boy. Wie oft müssen wir die Alte denn anzünden? Komm mal her. Lass mich mal eben kurz einen Schluck trinken. So. Knick, knack. Kopf zurechtgerückt. Jetzt ist sie doppelt da. Ja. Yes! Let's play hide and seek! Ja, dann geh auch mal weg da! Can't play tag later. Geht nicht, du hast sie angequatscht, während die Tür noch nicht offen war. Ich hab da. Ach Gott. Ich krieg das Spiel noch kaputt. Ich glaub auch. Ich hab die Kerze von ihr. Okay. Ich hab eine Kerze. Wow. So gefunden. Hi. Sitzt auf meinem Platz. Oh, Siege. Hier, ich lass dich vorbei. Nein, alles gut.
Pass bloß auf, dass dein Kopf nicht durch die Treppe guckt. I try. Ich guck einfach zum Boden. Ready or not, here it comes. Ich überleg die ganze Zeit, wie dieses Lied weiterging. Ready or not, here I come. You can't hide. I can see your light, my friend. Your what, Sitsi? Your light? Entschuldigung. Nee, es ist mich nicht. Gonna find you. I come with you. Komm mal, ich wollte gerade sagen, komm lieber noch einen Schritt hier zu mir. Dein Arm brennt. Ach, das macht nichts. Zwischen deinen Beinen ist es auch sehr hot. Oh, ich weiß. Ready or not, here it comes. Ich weiß nicht warum, ich bin irgendwie wieder in Weihnachtsstimmung. Was war das? Keine Ahnung, ich möchte es auch nicht herausfinden. Okay. Weiß nicht, vielleicht müssen wir unsere Taktik ändern. Einer lockt sie im Kreis und der andere zündet rechtzeitig an oder so. Wenn wir das denn hinkriegen? Ich glaube nicht, weil sie ständig das Target wechselt, oder? Come on, my friend. Make it sound, my friend. Ach so, nicht Nathan, my friend. Ich verstehe echt nur Bahnhof. You are. I don't have a plan. Let's play tag instead. Wo ist sie? Wo ist sie denn? We'll play this, friend. I'll use my scissors. And the can. Now. Also kann ich das von hier unten aus? Wo ist sie? Oben ist sie nicht, aber hier ist ein Feuerchen. Pass auf, die wechseln ihre Orte. Wir können übrigens auch hier über die Couch runterspringen, ne? Okay. Da war sie doch gerade. Jetzt ist das Feuerchen weg. Aber davor. Komm, geh rein. Sollen wir jetzt über die Couch runter? Ja. Einfach mal die Jagdmusik weg. Da kommt sie. Oh. Scheiße. Ich laufe immer ins Feuer. Ja, bei mir brennt sie nicht. Was soll denn das? Oh, ist sie doch reingelaufen? Glaube. Wo ist sie denn jetzt? Da, vor dir! Au! Hi. Ich sehe keinen Brand. Dann gehe ich halt wieder hoch.
Nicht so schön, diese Feuerchen noch am Bach sehr schnell. Ich glaube, sie ist hinter dir oder unter mir her. Sie ist im Feuer. Und hier ist jetzt wieder Feuerchen. Nach unten gesprungen. Na komm, jetzt renn schneller die Treppe runter. Ich wette, es geht gleich wieder aus. Ist schon wieder raus? Die brennt ja gar nicht lange. Au! Nein! Oh, ich hab dich angezündet, es tut mir leid. Ja. Ich versuche zu überleben. Wie kommt man denn aus dem Limbus raus? Einfach nur in eine Richtung laufen. Scheiße! Ah, lass mich in Ruhe! Nein! Yoshi! Ich war in der Ecke! Ich brauche eine kurze Pause. Okay.